Ja, der 22. ist der letzte Tag unserer heutigen Aufnahmesession. Es ist auch ein Sonntag, das heißt, wir lassen alles ein bisschen gemütlicher angehen. Talk to Louis. Okay, wir müssen noch mit Louis reden, dann kriegen wir unser Zeug. Ich glaube mal. Ne, ihr seht ja, es ist jetzt. Also das Feld ist jetzt nicht plötzlich über Nacht komplett verfault. Keine Sorge. Ich hab eigentlich schon ein bisschen was anderes gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, das eskaliert komplett. Ich habe eigentlich gedacht, das eskaliert komplett. So, Firecards. Die ganze Zeit. Nee, das kommt da gar nicht rein. Das kommt da rein. Und den Topaz, den wir gesammelt haben, heben wir für unsere Liebste auf. Für unsere Liebste. Und die Magma-Geoden, das lassen wir heute mal aufbrechen. Oder? Ja. Wartet, gucken wir erstmal, was der Typ denn sagt. Queen of the Source hat man fast vergessen. Glass Gems. Also das Kandierte wahrscheinlich, ne? Okay, luck will not be on your side. Weather report. Ja, guck, deswegen habe ich nämlich gesagt, lass uns mal lieber gucken, was da denn heute abgeht. Weil morgen zieht ein Sturm auf und das heißt, wir können unsere Gießkanne endlich upgraden. Wobei ich ehrlich sagen muss jetzt, die Gießkanne upzugraden ist jetzt nicht so wichtig, wie andere Dinge wichtig wären, aber wir machen es einfach mal. Wir machen es einfach mal. Weil ich sag mal, es ist halt, das Gießen ist halt irgendwo stressig, nervig, aber irgendwo ist es jetzt auch gar nicht mal so schlimm. Finde ich persönlich. Also, ich gieße jetzt zwar auch nicht so gern jeden Tag, aber es ist halt einfach so ein bisschen Palaver machen. Und ich denke mal, wir werden dann die nächste Saison im Winter, denke ich nicht, aber die nächste Saison im Sommer, werden wir es dann einfach so handhaben. Ja, dass wir schauen. Warte mal, eins muss ich nochmal gucken. Greenhouse. Fall Crops Animal Bundle. Okay, das ist einfach nur das Animal Bundle. Und in der Mitte Artisan Bundle. Was könnten wir denn davon besorgen? Apricot, Trivial. Ja. Habt ihr es gesehen, dass er wieder irgendwo gegossen hat, wo er nicht gießen sollte, der Depp? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ich merke schon, ich bin gar nicht mehr so entspannt, wie ich bei der Aufnahme angefangen habe, weil ich langsam Hunger bekomme. Ich merke, kennt ihr das auch, wenn ihr so echt. Ihr seid schon so ein bisschen, also nicht ausgehungert, aber so leicht hungrig und dann merkt ihr schon so, alles kotzt euch an. So, weißt du, da muss die Person neben dir einfach nur blöd atmen und du würdest ihm am liebsten die Fresse also richtig in die Fresse kloppen. Das kenne ich, also so geht's mir manchmal. Wenn ich so richtig hungrig bin, dann brauchst du auch mit mir gar nicht, du brauchst mit mir gar nicht das Reden anfangen. Also eigentlich schon, du kannst immer mit mir reden, weil ich immer eigentlich gediegen bin. Aber wenn ich richtig Hunger habe, kann ich schon mal böse werden. Das weiß ich selber. Da kann ich schon mal ein bisschen zum Arsch mutieren. Ich muss sagen, dieses Jahr hatten wir halt, was heißt dieses Jahr, aber diese Saison haben wir relativ viel mit diesen verdammten Korn-Dingern gemacht. Das will ich nächstes Jahr dann nicht mehr machen. Die habe ich dieses Jahr eigentlich nur so angebaut, weil ich, wie gesagt, gedacht habe, ich brauche die in Golden und brauche alles und hin und her für dieses komische Häuschen. Hat sich herausgestellt, hätten wir nicht mal gebraucht. Gut. Lassen wir es einfach dabei. Hi, hi, Hühnchen. So. Oh, ein Large Egg. Also, Kines, das macht ihr doch ganz gut, würde ich behaupten. Wollte jetzt eigentlich mal nur gucken, was passiert, wenn wir so ein Large Egg da reinstecken, ob da irgendwelche besonderen Hühnchen rauskommen. Besonderen Hühnchen, oh Gott, Alter. Oh Gott. Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen wollte, oder? Bock. Über eins von den Hühnchen habe ich heute noch nicht geherzt.
Eins von den Hühnchen habe ich nicht gehört. Eins ist irgendwo. Eins ist abhanden gekommen. Ein bisschen. Okay, die haben auch gar nicht das Essen angefasst. Ehrlich? Ich habe scheinbar wirklich einfach eins von den Hühnchen vergessen. Ist jetzt noch nicht mehr so cool. Aber gut, packen wir erstmal unser ganzes Zeug wieder weg, was wir nicht mehr brauchen. Ja, dann gehen wir mal die Geoden aufbrechen. Und nachdem wir die Geoden aufgebrochen haben. Nein. Ja, ich verkaufe jetzt einfach mal auch ein bisschen von dem Mist. Würde mich mal einfach interessieren, was uns auch der Monster-Loot so bringt. Beziehungsweise ich bin eigentlich eher nur zu faul, es gerade wegzuräumen. Deswegen habe ich gedacht, das ist die bessere Idee. So. Wir gehen auch mal heute zu unseren besten Freunden da hoch. Passt es. Den Topas haben wir einstecken? Gut. Den Topas haben wir einstecken. Den nehmen wir noch mit. Aquamarin ist eigentlich immer gut. Und ja. Ah, da ist auch noch so eine Eisenrod drin. Die nehmen wir auch mal mit. Ja, ich will jetzt unbedingt heute mal ein bisschen Scheißdreck verkaufen von uns. Ein bisschen Rubbel-Rubbel-Gezubbel, aber ich... gerade beim Weglaufen, weißt du, ich war schon weg. Habe ich gesehen, dass da unten was reif geworden ist. Also, dass das Zeug fertig ist. Pumpkin Juice. Ach genau, ich wollte gerade sagen, zwei Pumpkins müssen wir eh mitnehmen. Ah, da passt es ja ganz gut. Weil der eine ist nämlich für die Mutter von der einen und das andere ist für die Nicht-Mutter von der einen. Ja, jetzt wisst ihr natürlich sofort, wer gemeint ist, ne? Ja, ja. Gibt's eigentlich irgendwas, was ihr in Stardew Valley gern öfters machen würdet? Also so von wegen, würdet ihr gerne öfters Upgrade Tools? Oh, 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 oh. Zum Glück habe ich gerade das Upgrade Tools gesehen, sonst wären wir jetzt verloren gewesen. Wir müssen hier unsere Waterkanne, Watering Can müssen wir upgraden. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, also wenn wir die jetzt nicht abgegradet hätten, dann wären wir schön blöd gewesen. Weil, wie gesagt, Stürme ziehen nicht so oft auf. Wobei, im Winter hätten wir sie, glaube ich, gar nicht mehr so viel gebraucht. Aber nächsten Sommer dann wird es wieder heftig. Ja, genau. Was ich gerade fragen wollte, habt ihr eigentlich... Ja, irgendwie so ein Wunsch, was wir denn am besten in Stardew Valley so treiben die nächste Zeit. Also irgendwas Bestimmtes, was ihr sehen wollt. Sagt ihr, hey, das hast du lange nicht mehr gemacht, das hast du lange nicht mehr gemacht. Also meiner Meinung nach wäre das doch ganz angebracht. Oder möchtest du das und das und das? Also irgendwas. Irgendwas. Ja, praktisch vom Prinzip her irgendetwas, was du sagst, hey, komm, bitte Lia, mach doch das wieder. Und weißt du, dann kann ich sagen, jawohl, können wir machen. Gerade im Winter, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit wieder haben. Was sind das eigentlich? Tiger's Eye. Einfach mal 10.000 hingelatzt, hey. 5 Goldbarren und 10.000. Lala. Ich habe ein Pumpkin, Das ist ein wirklich tolles Geschenk, danke. Ich habe ein Pumpkin, die ganze Nacht, ich habe ein Pumpkin, na da da. Donate to Museum, donate to Museum. Okay, eigentlich nur das Tiger's Ohr, also Ei. Eigentlich nur dieses verdammte Tiger. Ja, die Bücher... Ich nehme mir irgendwann mal Zeit, also nicht heute, bitte nicht mehr heute, aber ich nehme mir bei Zeiten wirklich mal Zeit, dann lesen wir uns die ganzen Bücher mal durch.
So. Ach. Was müssen wir heute noch machen? Wir müssen mit Major Lewis reden für die eine Belohnung und wir müssen der Mutter endlich den Ding bringen. Okay, einfach mal ansprechen. Gar nichts. Piss dich. Brauch deinen Scheiß nicht. Das ist jetzt die Sache. Okay, cool. Ich bin ganz ehrlich, ich spiele jetzt schon echt lange Stardew Valley. Das habe ich noch nie gefunden, das Ding da hinten. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, geil, Alter. Ich voll in die Sackgasse gelaufen. Hat die blöde Kuh uns voll reingelegt, ey. Ja, und ich bin jetzt ehrlich, also ich habe mich nicht gespoilert mit... Ach, das ist die Mutter. Oh, den Kürbis, den ich wollte. Oh, es ist gut. Abigail wird sich so freuen, wenn sie das sieht. Danke, Liam. Was soll ich gerade so sagen? Also, was war das? Ah, ja, genau. Also, ich habe mir im Internet durchgelesen, wo, wann, wie, welche Events von den Leuten triggern. Ich habe mich nicht gespoilert in dem Sinn. Also, ich weiß nicht, was genau passiert. Ich weiß nur, dass etwas um die und die Zeiten passieren. Oder wenn du das und das machst. Und ich bin ehrlich, wir versuchen jetzt einfach mal. Da hat die da gar nicht so drauf gestanden. Wir versuchen einfach mal, je nachdem. Je nachdem, wann denn wo welche Personen unterwegs sind, versuchen wir einfach mal, gewisse Events triggern zu lassen. Wie gut oder schlecht das jetzt natürlich im Endeffekt funktioniert. Weiß ich nicht. Kann ich dir einfach nicht sagen. Also vor allem dir nicht, ne? Also allen anderen kann ich sagen, aber dir kann ich es nicht sagen. Dir persönlich kein bisschen. Oh, du. Boah, ey. Ich wollte es der Frau schenken. Du bist ein Affe, Alter. Du bist ein Affe. Ich wollte es meiner bestesten Freundin Emily schenken. Emily, komm mal her. Ich habe ein Geschenk für dich. Wir haben ja heute schon was geschenkt. Okay. Interessant. Natürlich. Oh, Junge, bin ich durstig. Ah, meine gute Freundin, brauchst du doch nicht viel drüber reden. Guck mal hier. Guck mal, was für dich. Du bist noch nicht mal drin und ich hab's für dich. Ha. Gut, ne? Ihr wisst ja, was jetzt kommt. Ihr wisst ja, was jetzt kommt. So. Ach, verdammt, das geht natürlich auch nur da drin. Oh, hi. Das Wetter ist interessant heute, findest du nicht? Entschuldigung. Okay. Also mit... Ich will nämlich jetzt schauen, dass wir so oft wie möglich gute Events hinbekommen. Vor allem viele Events hinbekommen, dass wir einfach mal... Ja. Nicht vorankommen in dem Sinne, sondern einfach mal alles gediegen auslaufen lassen. Mal gucken, ob die einen Rubin mag. Für mich? Danke! Okay. Also, sie war noch niemals im Wald, weil da ist es dreckig und feucht und da könnte Blasen an ihren Füßen bekommen. Okay. Very, very important thing you have to say to me, my friend. Okay, sie haut jetzt einfach ab. Und ich möchte jetzt... Bei ihr weiß ich nicht, ob das bei ihr oder bei der Lea war. Bei irgendeinem von beiden ist ein Event, wobei... Wir haben sie nur auf drei Herzen, ne?
Ich glaube, bei 3 Herzen gibt es kein neues Event. Ich glaube, immer in so 2er Schritten gibt es ein neues Event. Wir probieren es einfach mal. Aber es ist echt, echt schwierig. Aber hier musst du halt auch einfach dazu sagen. Okay, hier musst du halt auch einfach dazu sagen, dass was echt Lustiges die Tatsache ist. Okay, geht sie jetzt erst noch da rein oder geht sie direkt nach Hause? Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen wollte. Sie scheint nach Hause zu gehen, ne? Ja, okay, nach 8 Uhr kommen wir eh nicht mehr bei ihr zu Hause rein. Schade. Ja. Für die nächste Aufnahmesession werde ich mir jetzt vornehmen, dass ich mir einfach mal einen Zettel hinlege und aufschreibe, wann, wie, wo mit... Oh, eine Languste. Eine Shrimp. Wann, wie, wo, mit welcher Person was passiert. Nicht um die Events zu erzwingen, sondern einfach um die Events zu haben, weil es gibt gewisse Events, die können nur auch in gewissen, ja, wie nennt man es, in gewissen Saisonen stattfinden. Zum Beispiel mit der Lea sind viele, viele Events, die stattfinden können, finden im Winter einfach nicht statt. Weißt du, was ich meine? Die finden einfach im Winter nicht statt. Warum auch immer. Aber ja, das ist halt so das Problem. Aber nun gut. Ist ja nicht weiter wild. Ja, ich würde sagen, wir morgen kümmern wir dann so ein bisschen wieder drum, wie denn hier privat alles aussieht. Ach, herrje, Gott, wenn ich das schon wieder sehe. Gott, haben wir viele Korns. Ajoa. Wir kaufen erstmal das. Verpiss dich, Alter. Nimm mir nicht auf den Sack. Der Scheiß eh nur bei mir im Inventar rum. So. Und jetzt machen wir das letzte für heute. Wir checken einmal ab, ob die Yam fertig ist. Aber gegießt müssten wir sie, glaube ich, heute schon haben. Nee. Oh, das heißt, Gießkanne holen, Gem gießen, reingehen. Ja, das Problem ist mit dieser Gem, dass wir die unbedingt brauchen. Ich habe die irgendwann mal, ich hatte davon welche angepflanzt und habe die aber Geistesabwesen einfach verkauft. Ja, und das ist jetzt bis beschissen, weil wir brauchen das Ding. Wo ist unsere Gießkanne? Oh Gott. Aha, scheiße. Scheiße, okay, das Ding ist hinüber. Das Ding ist tot, unsere Gießkanne ist ja abgegeben. Shit. Naja, egal. Macht ihr nichts, ne? Ich würde sagen, macht's gut. Bis morgen, meine Freunde. Haut rein. Ciao.